herzlich willkommen bei den Italoros. Wir spielen wieder Minecraft. Wir haben ja heute schon eine Folge aufgenommen. Danach waren wir kurz draußen, haben was gemacht. Das sieht man ja bei Berto macht Scheiße dann. Ja. Soll ich das Gehege weiterbauen oder soll ich jetzt? Ja, machen wir das Gehege weiter. Wir haben hier ein schönes Beet angebaut. Mit Weizen. Ist schon fertig? Nee, das ist noch. Dauert noch ein bisschen. Und wir haben eine Kuh. Das wollten wir euch alles ersparen, weil es wieder zu lang ist. Hätte wieder eine ganze Folge wahrscheinlich. Oh, da ist schon wieder ein Creeper. Goddammit! Hier haben wir unsere schöne Kuh. Hallo, Mathilda. Wir nennen sie Mathilda. Wieso nehmen eigentlich alle unsere Kühe Mathilda? Ja. Ja, Mathilda. Ja, brave Mathilda. So, meine Aufgabe war was? Aua. Was macht der Creeper da? Was macht der da? Na, noch neue Samen pflanzen. Alle. Wie witzig. Wie witzig. Haben wir jetzt gelacht, ne? Total. Ich habe mir jetzt mal so einen schönen Kopfschutz gemacht. Ein Kopfschutz. Kopfschutz. Es ist irgendwie, Jasmin, du sagst, es ist zu hell. Aber ich verstehe das irgendwie nicht. Weil Daniel hat gesagt, wir sollen es ganz runterdrehen. Und wir haben es ist immer noch auf komplett unten. Und ich verstehe nicht, wieso das jetzt zu hell ist. Ist nicht zu hell. Sicher? Ja. Ja, sehen wir es vielleicht. Aber ich habe die Kamera genau vor mir. Ja, aber das im Let's Play sah es auch so aus, als wäre es nicht zu hell. Aber da war es viel zu hell. Wenn wir die ganz unten haben, also, dann ist es nicht zu hell. Wir haben es jetzt wirklich ganz komplett unten. So, hier machen wir noch eins hin und dann bauen wir das hier ab. Wir haben jetzt viele Tipps bekommen, auch von wir für online. Könnt ihr auch mal abonnieren. Pendelboss hat uns auch Tipps gegeben. War der hat uns Tipps gegeben? Keine Ahnung, ja doch. Es ist schon fertig. Guck mal, Alex ist ja meist hier fertig. Ich werde jetzt nämlich warten lieber noch mal. Warte lieber noch. Zur Sicherheit. Ich hole mal neues Wasser. Das ist ja viel zu wenig. Wir haben ja, glaube ich. Da brauchen die Wasser oder was? Ein Beet in den Kuhladen brauchen wir eigentlich gar nicht. Im Kuhstall brauchen wir gar nicht. Frisst du das nicht? Wir müssen ihm geben. Ja toll, dann brauchen wir das nicht. Dann machst du wieder weg. Ja. Aber lass das Wasser da. Ja. Vielleicht stinkt der ja. Keine Ahnung. Erweitert es mal, ne? Ja, ich bin gerade dabei, Holz ab. Super. Das weg, das weg. Das weg, das weg, das weg. Das weg. Alles aufgesammelt? Jawohl. Da mach ich einfach komplett Wasser hin. Für die brave Kuh. Guck mal, das ist wieder zu laut heute. Nein, ist nicht zu laut. Doch. Hallo? Wir haben jetzt einmal, dreimal Stufen, drei Stufen höher. Toll, was bringt das? Vergesst nicht den Sound zu erweitern, ne? Halli. Was für ein Sound? Den Sound. So, den Sound. Ja, ich bin gleich dabei. Ich muss nur noch ein bisschen was Neues craften und dann. Ja, so ein bisschen Wasserküchen. So, und dann pflanzen wir. Dann soll wieder vom Eingang weggehen. So. Ich schwöre. Man fällt irgendwie drei Blocks, ne? Oh, alles ist zu laut. Mach es halt wieder leiser. Weil man kurz cut, ganz kurz noch. Zurück. Ja, ich gehe jetzt Wasser holen. Ich mache ein paar Zäune. Ich eile wie der Wind. Praktisch, wenn man so kleine Seen hier hat in der Nähe. Ist mir nicht eingefallen. Einmal Wasser ist voll und nicht einfallen. Der ist auch voll und den mache ich jetzt mal. Keine Ahnung, eigentlich braucht die Kuh kein Wasser, aber wir machen das irgendwie trotzdem immer hin. Wir sind doch tierlieb. Ich würde mal gerne Knochen haben. Jetzt gehe ich zu dieser Kuh.
So, hoch. Okay, können wir schon mal pflanzen. Abmachen mal nicht. Pflanzen. Noch irgendwo fertig. So viel Wasser muss jetzt auch nicht reinmachen. Das war jetzt ein bisschen übertrieben. Das ist nicht übertrieben. Nein! Hallo? Hier. Braucht auch ein bisschen Platz zum Laufen oder so? Da. Und da. So. Können wir gleich schon mal neu anpflanzen. 5 Mann haben wir. Und dann pflanzen wir nochmal neu. Soll ich das machen? So. Ich bin übrigens wieder links. Merkt euch einfach, ich bin jetzt immer links wahrscheinlich. Kommt davon an. Ich finde es echt praktisch mit dem Weizen hier. Fütter ich gleich mal meine Kuh. Irgendwo noch? Nee. Komm, mein anderer, ob es auch schon hier so weit ist. Ja. Yep. So. Da ist es soweit. Da. 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 Oh, braucht man ein bisschen Erde. Was macht denn der Wolf da? Bei unserer Ernte. Der frisst die Ernte schon, ich kann nur sagen. One, two, three. One, two, three. So, jetzt gehe ich so in so einem schönen Ding und fütter den mit Weizen. Ich fütter den, glaube ich, mit 5 Weizen. Und den Rest des Weizen nehme ich einfach dafür. Wo hast denn du hier bitte schön weitergebaut, Ali? Ich bin da dabei. Dann mach mal bitte. Ich habe nur noch Erde geholt, weil ich muss ein bisschen erweitern da. Ja. Jetzt schwimmt unsere Kuh. Ich glaube, das müssen wir auch mal zumachen hier. Ich glaube, das war auf Scheiße wie aufs Wasser einfach. Das ist ja irgendwie eh nichts. Ganz ehrlich, jetzt fehlt mir ein scheiß Block da. Ich alles für eine scheiß Kuh mache, ganz ehrlich. Was ich alles mache, ey. Also wie gesagt, wir brauchen noch die zweite Kuh. Doch, mein gefällt unser Part. Ich weiß nicht. Oh, jetzt. Ich weiß nicht, ob ich heute nochmal Cry 4 oder Part 9 machen werde. Gewünscht wurde beides. Einmal von Pentagos wurde Paranormal gewünscht und einmal von meinem Freund Marvin wurde Paranormal gewünscht. Guck mal hier. Bist du eine liebe Kuh? Ja, Stu, guck mal hier. Ja, lecker. Jetzt, wir lecker, brauchen die zweite lecker. Kuh, mal die zweite Kuh, damit sie sich paaren können. Und versuch mal Milch zu holen. Milch. Milch. Stu. Ja, du bist eine brave Kuh, ja, Mathilda. Hier ist gar keine Kuh, hier sind nur Schafe. Dann hol eine Kuh. Ich will aber keine Kuh. Wieso nicht? Hier gibt's keine Kühe in der Nähe. Ich bin ein Schaf. Komm, Schäfchen. Komm her, komm her, komm her, komm her. Komm her. Ich kann auch einen Huhn holen, aber das ist ja Körner, ne? Komm her, komm her, komm hoch, komm hoch, komm hoch, komm hoch, komm hoch, komm hoch, komm hoch. Komm rein, komm her. Ja, brav bist du. Ganz brav. So, wir haben auch ein Schaf jetzt. Ist wieder dunkel jetzt, oder was? Aber wir müssen rein, Ali. So, weiter bauen! Weiß, machst du morgen, wenn du morgen. Die wächst ja Gras auf den Dingen, ist ja geil. Ich finde übrigens, unser Haus ist schön geworden. Ich baue es noch am zweiten Stock dann weiter gleich. So. Hier ist ja noch ein Schäfchen, wie schön. Glaubst du, die Erweiterung reicht hier? Hä? Was? Paaren die sich jetzt? Ich glaube bloß, die paaren sich jetzt. Was wäre jetzt? Was wär's jetzt? Nein, Schaf und Dings können sich nicht paaren. Oh, what the fuck? Ach, das warst du. Oh, komm, wir gehen rein und schlafen. Hallo, was ist das hier? So, wir haben uns übrigens schon ein schönes Tischchen mit Stühlchen gebaut, was eigentlich nichts bringt, sieht eigentlich nur schön aus. Und Ali, soll ich das vielleicht mit dem Dings machen? Mit dem Ding, also du machst es mit dem ersten, mit dem toten Stock und ich mach das hier mit dem, mit dem Zaun. Das geht dann viel schneller, wenn wir uns die Arbeit teilen. Ja, ich droppe dir mal ein bisschen Erde, falls wir Erweiterung machen. Ich habe nur noch 8 Erde, aber ich muss nur noch den Zaun machen. Ich droppe dir den ganzen Zaun, okay? Ja, ja. Moment. Den Zaun und drop ihn. Hier. 30 Zaun.
Und ich hole mir jetzt mein Holz. Er liegt ja theoretisch. Wieso, weshalb, warum? Das kann man immer mal gut gebrauchen. Blumen brauchen. Ja, sei, bist du ein braves Schäfchen? Gehst du vom Ausgang weg? Gehst du weg? Ach, ich muss ja außen rum bauen. Nein! Raus da! Gehst du da rein? Rein da! Jetzt ist es abgehauen. Scheiße. Gehst du wieder rein? Mann. Jetzt ist es scharf abgehauen. Na toll. Hau ab! What did I told you? Stinkendes Schaf, ey. Hey, beleidigt kleine Schafe. Schafe sind sehr intelligente Tiere. Total. So, machen wir noch ein bisschen Gehege hin. Warte mal, ich mache hier kein Gehege hin. Ich mache es noch weiter, damit die viel mehr Platz haben, um zu laufen und alles. Was wollen wir hier oben dann hin machen? Hä? Hallo, was sollen wir denn hier oben überhaupt hin machen? Ich bin schon fast fertig. Hallo, Herr Romeo. Was machen wir zurück? Komm von draußen. Bert, was wollen wir hier machen? Hier, irgendwas sein, Bücherei oder sowas. Du willst eine Bücherei machen? Bücherei brauchst du Papier. Hol uns Papier. Findet man einfach so auf der Straße, gell? Naja, wieso nicht? Ein bisschen Erde. Die Höhe reicht oder soll ich noch eins hoch machen? Das ist reicht einem. Nee, ich mach noch eins hoch, oder? Ja, mach. Oh, wieder gespeichert, ey. Wollen wir es nicht nochmal in die Länge ziehen? Dann nochmal? Ja, kann, mir egal. Mach's gut. Ja, ich mach erstmal zu hier, okay? Ich mach erstmal zu. Geht es mir zu tief hier? Ist es dir zu tief oder? Guck mal. Alles perfekt. Perfekt? Doch nach unten gehen lassen, so ein bisschen, oder? Was ist denn für ein Gehege? So Treppen machen nach unten. Bei unserem Gehege. Naja. Wieso? Ich hab jetzt schon eine Weile, also mach's doch einfach. War nur eine Idee. So eine Farm haben wir jetzt auch. Das heißt Farm, ja. Schon eigentlich. So, ein bisschen nur ein bisschen abbauen hier. Hast du mal schon versucht, in der Kuh was zu schöpfen? Also Wasser, Milch? Hä? Soll ich mal versuchen? Nee, jetzt nicht. Später. Und du? Schon danach mal Tiere wieder zu uns, wenn wir wieder den haben, wenn wir wieder Weizen haben. Dann hol ich mal wieder neue Tiere. Also. Fenster hier drin. Das sind genug Tiere. Ich kann ja auch Wölfe zähmen. Mit einem Knochen. Ich muss erstmal wieder so ein Skelett finden. Halt. Jetzt was? Kannst du da Wölfe zähmen? Knochen. Ach, mit einem Knochen? Ja, und dann kannst du die mit Steak füttern. Danke, wem nimmt, ne? Wo kriegt man einen Knochen her? Von Skelett. Wir haben übrigens auch eine Angel jetzt. Ja. Ach, vom Skelett. Wollten wir natürlich alles ersparen, weil es einfach viel zu lange gedauert hätte. Wahrscheinlich eine ganze Folge lang. Ich weiß nicht, was ich mal wieder gerne machen würde. Ich würde mal gerne auf Monsterjagd wieder gehen. Ich mag das irgendwie. Mach doch. Ich
nehme halt nur wenig mit, nicht viel. Ich meine, wenn man Monster tötet, kriegt man auch viel. Das ist eigentlich so schwer zu töten, wenn man es so sieht. So, jetzt haben wir erstmal erweitert. Unser schönes Gehege. Kommt ein bisschen mehr Platz. Wie viele Fackeln haben wir noch? Noch genug? Oder soll ich mal wieder mehr machen? Berto. Hä? Fackeln. Was damit? Soll ich noch mal machen, oder? Boah, solange wir noch genug haben. Wie viele haben wir denn? Hä? Ich könnte welche machen. Oh, dein Ernst jetzt? Soll ich? Hallo? Soll ich oder soll ich nicht? Was? Ein paar Fackeln machen. Fackeln? Ja. Ja, kannst du machen. So, wir lassen das hier schön durch, ne, würde ich sagen. Jeder muss ein paar Fackeln machen. So, meine lieben Tiere. Ihr habt jetzt mehr Platz zum Leben. Wie viele Tiere sind denn da drin jetzt? Hä? Wie viele Tiere sind jetzt da drin? Eins. Immer noch. Warum sagst du dann Tiere? Keine Ahnung. Geil. Nein, du bleibst drin, Kuh. Aus, Kuh. Böse Mathilda. Böse Mathilda. So, hier haben wir wieder Weizen fertig. Mit Wasser hier geht es so schnell. Nein, jetzt habe ich falsch abgebaut. Ja, cool gemacht, dass man, wenn man Weizen abbaut, gleich noch viele Kerne mit dazu kriegt. Das heißt viele. Schon, ja. Viel. Wenn ich auf die Felder springe, geht es automatisch weg, oder was? Das ist ein Fail. So, noch irgendwo Weizen fertig? Ach, hier hinten. Ja. Das ist unser Haus von außen hier. Ich brauch mal wieder mehr Weizen. Beinchen! Oh, hier ist auch noch ein Ei, ein Ei, ein Ei! Was können wir mit dem Ei machen? Wie geht's denn aus? So, dann pflanzen wir nochmal ein. 40 Samen, das ist viel. Oh, ich hab mal hier eine Kuh. Ich könnte die Kuh locken, aber sie ist zu weit weg. Erweitern wir mal hier ein bisschen. So. Und wieder ein bisschen das Beet erweitert. Oh, ich muss wieder essen, die Scheiße. Ja, ich merke es gerade. Du vergisst immer zu essen, sowas vergesse ich nie. Auch im Real Life. Ja, das stimmt. Au. 14 Minuten schon. Essen. Aua! Essen! Jetzt haben wir nichts zu essen, das ist eine Verarsche. Wir hatten immer was zu essen. Ah, rechts oben. Ganz ruhig, ganz cool bleibe ich. Ich finde es scheiße, dass man da Leben abgezogen bekommt, wenn man nichts isst. Ja, was passiert, wenn du in echten Leben? Ja, man kann. Okay, Leute, das Fleisch ist scheiße. Gekochtes Hähnchen da. Also kann ich mir erstmal jetzt satt fressen, würde ich sagen. Guten Tag, Schatz. Was soll ich essen? Ja, hol dir was aus der Truhe raus. Ich will gar nichts essen, ich hab keine Hunger. Hallo. Hey. So, gehen wir raus und arbeiten unseren Beet weiter. Hier auch gleich mal wieder in die Mine, die haben wir übrigens hier zugemacht. Damit hier keine Creeper reinkommen und die uns dann überraschen. So, zack. 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 Was kann ich mit dem Ei machen? Kann ich es essen? Zack. Ich kann es werfen. Ich kann ein Ei werfen. Cool. Zack. Ist alles voll hier? Nee, da ist noch freistellen. Ah, theoretisch könnten wir jetzt schon ein bisschen erweitern. Hier.
Muss schon wieder. Wird schon wieder dunkel? Nee. Komm mal, wir gehen schlafen. Ich muss jetzt nochmal meine Sachen craften. Um weiterzukommen. Komm, geh jetzt schnell schlafen. Das kannst du am nächsten Tag machen. Damit du die Folge schnell hinkriegen. Komm jetzt. Komm schon. Kannst du mal. Was machst du denn jetzt? Ich geh schlafen. Kannst du noch vielleicht wieder neue Stahlschwerter machen oder so, wenn nachdem du fertig bist? Wo ist denn der Min? Ich baue das Haus. Du bist die. Ich bin der Hausmann. Nee, ich bin ja in der Mine, du dumm Kopf. Ja, ich mach das Haus. Ja und? Das sind wir beide Männer. Genau. So gesehen. Aber das wächst echt schnell hier. Überraschend schnell wächst es hier. Oh, hier mach ich noch eine zweite Linie auch am besten. Gott, diese Dunkelheit. Ich finde die nicht mehr. Nein, ich werde nicht. Ach doch. Ich muss hier Fackeln rein tun hier oben. So, oben ist fertig gebaut. Ja. Schön. So, Schaufel. Schatz, wo hast du denn die Fackeln hin? So, Schatz, geh mal weg. Wow! Ich habe meine Mine geflutet, ich Dummkopf. Wow, damit hätte ich jetzt echt nicht gerechnet. Du bist dumm, da musst du immer damit rechnen. Ach, wo sind schon wieder die Fackeln? Ich habe doch irgendwas welche gemacht. Ich habe meine Mine geflutet. Krass. Los, nach vorne. Fackeln. Arbeite nicht nach vorne. Mach das. Wir haben keine Fackeln, Berto. Ah ja. Wir haben keine Fackeln. Die habe ich nicht. Ausnahmsweise habe ich die mal nicht verschlampt. Nein, nicht dahin. Loch zu. Boah, du mal auf. Fackeln haben wir keine mehr. Ach, jetzt war es das Loch. Was war das? Ah, doch, wir haben ja noch Fackeln. Hurra. Ey, Junge, das gibt's doch nicht. Du willst mich jetzt verarschen. Ich habe meine Mine geflutet. Stupid. Die mach. Da eine hin. Da eine hin. Und dann mache da einen und dann mache da einen. Da läuft raus, da muss ich zumachen. Schach. Schach. Routine, der obere Raum ist fertig. Jetzt kannst du machen, was du willst damit. Kumbaya, Kumbaya. Aua! Ach nee, ne? Wer schlägt mich hier? Hallo? Du stirbst, weil du keine Luft mehr bekommst. Logisch, natürlich. Boah, gerade noch so geschafft. Kumbaya, Martini, Kumbaya. Ich bin ja so dumm und mach so Ding über meiner Mine. Hier darf ich nicht mehr weiterbauen. Nee, ab hier ist Schluss. Ich muss irgendwie fehlschalten, genau hier. Ab hier ist Schluss. So, hier muss ich noch ein Wasserding hinmachen. So, hier ist das Weizen ist doch fertig hier, gell? Hm? Da drüben war was fertig, das habe ich gesehen. Das ist doch fertig hier, gell? Warte mal. Das ist fertig. Das ist fertig? Was ist? Das ist fertig hier. Guck mal. Warte mal, ich brauche mal kurz noch. Hallo! Na, zeig mal. Das hier? Ja. Das ist fertig. Jawohl. Aber ich finde geil, dass man überall Weizenkörner finden kann. Auch unter diesen Dingern hier. Überall findet man die. 1, 2, 3. Ups. Man muss nur. Ist halt nicht bei jedem, aber es ist schon bei vielen. Und 2 und 3 und 4 und 50, so. 74, 90, 2000. Zack. Mit dem Batin in der Hand und der Leidenschaft im Bein werden. Im Bein. Und zack. Haben wir schon aufgenommen, Ali? Aber wir haben schon 20 aufgenommen. Okay, Leute,
dann beenden wir diese Folge jetzt hier. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Bitte abonnieren und liken und was weiß ich, ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Italo Rose, arrivederci.